Millionen verkaufte CDs, ist Tina Turner. Die Rocklady, die in Küstacht wohnt, zeigt sich ja nur noch selten in der Öffentlichkeit. Für die CD «Children Beyond» hat sie gestern aber eine Ausnahme gemacht. 30 Kinder aus der Schweiz und mittendrin Rocklady Tina Turner. Als Backgroundsängerin steht sie für dieses Projekt wieder auf der Bühne. Die überzeugte Buddhistin singt Gebete und Mantras von verschiedenen Religionen. Das Projekt Children Beyond bringt 30 Kinder von verschiedenen Glaubensrichtungen zusammen. Everyone feels like jeder sagt, wow, eine gute Idee, bei den Kindern anzufangen. Denn mit den Kindern wächst auch die Botschaft. Es ist aber auch wichtig, die Leute zusammenzuführen und daran zu erinnern, bleibe bei deinem Glauben, der dir wirklich helfen kann. Die Zusammenarbeit mit Tina Turner und ihre Botschaft kommen bei dem Kinderchor gut an. Vor allem die Aufnahmen im Studio mit Tina haben es den Kids angetan. Sie tut sehr gut laut singen, weil sie auch so halb alt ist. Und sie tut sehr laut singen, sie ist auch cool. Ja. Ich finde sie einfach mega lässig und alles cool, gut, nett. So möchte ich auch mal werden. Ist sie so ein bisschen ein Vorbild, haben ja fast die gleiche Frisur. Ja, also ich finde, sie kann schon gut singen. Und sie. Sie kann mega gut tanzen. So, alles. Gerade die Zusammenarbeit mit Kindern unterschiedlicher Glaubensrichtungen erfüllt die amerikanische Rocklegende mit Freude. Aufgewachsen als Baptistin, fand sie später zum Buddhismus. Für sie kein Widerspruch. Trotz den buddhistischen Gebeten und Mantras glaube ich immer noch an Gott und bete zu ihm, weil ich so erzogen wurde. Und dann fand ich für mich heraus, hey, da ist nichts Schlechtes daran, an beiden Religionen festzuhalten. Musik